Heute reagieren wir auf Böse Onkels Outro live in Dortmund. Ja, liebe Freunde, wie ihr schon erkennen könnt, habe ich jetzt meine Kamera. Ihr werdet wahrscheinlich noch feststellen, dass hier oder hier ein bisschen so und hier an der Seite so ein bisschen, dass es da ein bisschen flimmert, weil ich tatsächlich nur eine Softbox habe und mir tatsächlich noch eine zweite Lichtquelle suchen muss. Und die Capture Card, auch die Qualität ein bisschen von der Kamera, auch ein bisschen runter skaliert. Deswegen sieht das ein bisschen komisch aus. Aber wenn ich noch eine Lichtquelle dazu mache, dann sieht es wahrscheinlich besser aus. Und ich hoffe natürlich, dass ich euch gute Qualität liefere und dass euch das so gefällt. Schreibt eure Meinung dazu in die Kommentare, wie ihr diese Kamera findet mit der Capture Card. Wurde halt runter skaliert, da kann man nicht viel machen. Aber in den nächsten Videos werde ich einfach mal schauen, wie ich das umgestalten kann, dass vielleicht das Rauschen ein bisschen weniger im Hintergrund ist. Aber an sich sieht es schon mal besser aus als die Webcam-Freunde und darüber bin ich glücklich und ich würde sagen, fangen wir einfach an. Das ist auch, das ist wahrscheinlich auch 1996, oder? Weil viele Leute haben das auch in die Kommentare geschrieben. Vielen lieben Dank auf jeden Fall. Matthias oder Gitarre. Boah, ist aber wirklich alt. Ach so. Das war wahrscheinlich das Studio, was die Musik oder also das Studio, was die Musik von Böse Onkels immer abgemischt hat, also diese Studioaufnahmen bestimmt. Das ist nice, dass sie erwähnt werden. Also ich finde, die machen auch immer einen großen Job dabei, wenn die Musik von den Bösen Onkels abmischen, weil es klingt immer sauber, wisst ihr, wie ich meine? Und ich finde, die Produzenten, die auch dahinter sind, die jetzt nicht in der Öffentlichkeit stehen wie die Bösen Onkels, sollten auch mehr in die Öffentlichkeit oder sollten auch ein bisschen was davon abbekommen, wisst ihr, wie ich meine? Weil die Produzenten sind eigentlich, also ich sage nicht, dass die Bösen Onkels keine Stars sind, klar, sie sind Stars, aber ich meine, die Produzenten sind ja in dem Fall auch Stars, wisst ihr, wie ich meine? Weil die ja auch einen großen Teil der Musik und der Arbeit im Studio machen. Ja, ja, sollte besser aufgeteilt werden, aber naja, ist nicht schlimm. Design. Wahrscheinlich ist das so, es ist kein Lied, sondern einfach nur, einfach ein Dankeschön oder sowas. Das finde ich gut. Ist geil, wie die Fans so mal durchdrehen. Das ist geil.
Das finde ich schon nice. Ja, das ist schon korrekt. Die Fans, die bösen Onkels zu feiern, das ist einfach geil, diese Gemeinschaft zu sehen. Ah, Backstage. Backstage. Sehr interessant, das mal zu sehen. Wie die das gebaut haben, vor allem. Das sind, oh, die Riesenboxen. Das sieht schon geil aus. Gitarre einstellen. Boah, wie da Schlange stehen, ey. Wir wollen die Onkels sehen. Geil. Also, das Video ist so ein bisschen Backstage. So ein Danke an die Leute, die das alles organisiert haben und aufgebaut haben. Ja, finde ich geil. Einfach so, ja, wie soll man sagen? Best-of davon. Wisst ihr, wie ich meine? So ein Best-of ist das. Finde ich geil. Ja, das hat schon was. Also Freunde, das war Böse Onkels Outro live in Dortmund. Also, wie ich jetzt, also so für mich herausfinden konnte, ist, dass es für mich, also für mich wirkt es irgendwie wie so ein Best-of. Und ich finde es geil, ehrlich gesagt. Ich finde es wirklich nice, wo einfach alles gezeigt wird. Die Leute, die da mitgewirkt haben. Und ja, dieses Gemeinschaftsgefühl, merkt man da, oder wie die Fans das feiern. Das feiere ich schon, diese Gemeinschaft dahinter. Wisst ihr, wie ich meine? Schreibt dazu eure Meinung auf jeden Fall in die Kommentare. Und wir sehen uns bei dem nächsten Reaktionsvideo wieder. So, Freunde, hier könnt ihr noch ein anderes Reaction-Video euch anschauen. Und hier unten gibt es noch eine Playlist zu meinen Reaktionen. Und hier irgendwo sollte mein Kanal sein, da klickt einfach auf Abonnieren und die Glocke aktivieren und Benachrichtigungen auf alle Anzeigen klicken. Ihr würdet mich mega unterstützen und wir sehen uns bei einem neuen Reaktionsvideo wieder.